Willkommen zurück zu Pokémon Gigaschild, die Schneelande der Krone. So, und wir sind hier stehen geblieben. Wir haben den Dorfbewohnern, bei den Dorfbewohnern gefragt. Oh, ist Arktos? Okay, Arktos habe ich wieder gehört. Ob sie sich noch an Korunzba erinnern können. Und sie sagen alle nein, größtenteils. Und wir müssen jetzt diese negativen Nachrichten Korunzba übermitteln. Der aus irgendeinem Grund Pioni übernommen hat. Okay, alles gut, Pioni? Müssen dir helfen. Sei gegrüßt, Menschenkind. Du hast also mit den Dorfbewohnern über mich gesprochen, ja? Wohlan, erstatte mir Bericht. Haben dir die Menschen etwas über mich erzählt? Das schon, aber... Ich hatte es nicht anders erwartet. Sie glauben nicht einmal mehr, dass es mich überhaupt gibt. Verblichen ist die Erinnerung an das Band, das einst zwischen uns existierte. Oh, aber denke nicht, dass ich meinen Erinnerungen nachtraue. Schließlich bin ich niemand Geringeres als der König der reichen Ernte. Ich wäre ein Narr, würde ich meine Hoffnungen auf den Wankelmut der Menschen setzen. Ich bin nicht auf ihren Glauben angewiesen, um meine Macht zurückzugewinnen. Wenn mein treues Ross erst wieder an meiner Seite weilt, sollte ich imstande sein, zumindest einen Teil meiner alten Stärke wiederzuerlangen. Meinst du ein Pokémon? Ja, ein stolzes Pokémon auf 4 flinken Beinen, das mich auf seinem Rücken trug. Du willst mir sagen, ein Hirsch will ein Pferd reiten? Die Statue im Dorf zeigt mich rittlings auf ihm. Vor langer Zeit galoppierten wir gemeinsam über die Berge und Felder des Landes. Doch als meine Stärke schwand, trennten sich unsere Wege. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist mir gänzlich unbekannt. Doch selbst wenn wir mein treues Ross aufspüren, fürchte ich, dass es mich in diesem geschwächten Zustand nicht als seinen Retter anerkennen wird. Nun, wie dem auch sei, es ist gut möglich, dass man im Dorf das ein oder andere über mein treues Ross zu berichten weiß. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich beim Bürgermeister diesbezüglich erkundigen könntest. Sollte dir etwas zu Ohren bekommen, was mir weiterhelfen könnte, so lass es mich bitte wissen. Pioni, alles gut? Nanu, was ist mit deiner überdimensionalen Birne passiert? Sieht ja ganz normal aus. Wow, tut mir echt leid, ich muss im Stehen eingeschlafen sein. Aber irgendwie fühlt sich mein ganzer Körper so seltsam an. Ich gehe lieber in unsere Expeditionsbasis zurück und ruhe mich aus. Hier ist es mir sowieso viel zu kalt. Brrr. Okay, Bürgermeister von Freesdale, Dimsdale, let's go. Wo ist er hin? Der Bürgermeister ist gerade nicht da. Er wollte sich die Felder beim Bett des Giganten ansehen. Wenn es dringend ist, solltest du am besten dort nach ihm suchen. Die Felder beim Bett des Giganten liegen südöstlich von Freesdale. Überquere das Frostfeld und halte dich dann immer links. Dankeschön, mach ich. Let's go. Wow, 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 wow. Dankeschön, die zapfe ich mal weg. Die brauchen wir ja sowieso noch. Für den ersten DLC. Wow. Bett des Giganten. Hier ist es doch. Also hier bei den Ruinen nicht. Wo dann? Immer links halten. Okay, wenn du das sagst. Wow, was rast denn das Geradax in mich rein? Cool, es ist. Ah, dann werde ich neidisch. Ich will's haben. Bye bye. Okay, immer links halten. Sicher? Nee, hier ist nicht mehr Welt des Giganten. Hier vielleicht? Bin ich so im Labyrinthen? Hallo, Bürgermeister? Sind Sie hier? Ist hier eine Cutscene? Hallo? Entschuldigung. Ja, hier ist er. Für dieses Feld ist es wohl auch zu spät. Der Boden ist schon so ausgelaugt, dass hier keine Feldfrüchte mehr wachsen würden.
Vielleicht ist die Erde der Kronenschneelande wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen. Hä? Nanu, was machst du denn hier? Kann ich dir irgendwie helfen? Wie, du möchtest etwas über das treue Rost des Königs der reichen Ernte erfahren? Hier draußen ist es zu kalt, um solche Gespräche zu führen. Reden wir besser in meinem Haus in Freestyle weiter. Ich werde dort auf dich warten. Ist das dein Ernst? Ist das dein Schatten? Okay, die Karte sagt zwar Mitte der Stadt, aber ich werde dort hinten an der Stadt rausgelassen. Naja, die Stadt ist klein, von daher ist egal. Die Statue des Königs der reichen Ernte. Seit wann ist denn ihr Kopf so groß? Was sagst du da? So sollte der König eigentlich aussehen. Stimmt, so ähnelt er wirklich den Aufdruck auf unseren Pullovern. Aber du redest ja, als hättest du ihn schon mal mit eigenen Augen gesehen. Das würde bedeuten, diese Statue war schon seit meiner Kindheit beschädigt. Wie lange sind die hier? Ah, natürlich. Du wolltest etwas über das treue Rost des Königs der reichen Ernte erfahren. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, warum du dich dafür interessierst, aber bitte folge mir. In einem Buch habe ich vor langer Zeit einmal gelesen, dass das treue Rost des Königs geradezu vernarrt war in ein bestimmtes Gemüse, das hier in den Kronenschneelanden wächst. Aber was das genau war? Ach, in letzter Zeit fällt mir aber auch gar nichts mehr ein. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, lies dir die Bücher im Regal dort durch. Okay, dann mache ich das. Let's go. Lol. Kara! Das sind Bücher über die Kronenschneelande. Welches Buch möchtest du lesen? Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oha. König der reichen Ernte. Unter diesem Namen ist das Pokémon bekannt, das unserem kargen Lande reiche Ernte beschert. Wo es seine rechte Hand gleiten lässt, blühen sogleich Blumen und Kräuter in großer Zahl. Lässt es die linke Hand über Feld und Flur schweifen, segnet es sie mit Fruchtbarkeit. Grün leuchtet seine Krone, wenn es rittlings auf seinem treuen Ross über Berg und Tal prescht. Überall, wo sie dabei den Boden berühren, lassen sie eine Spur an frischen Trieben. So wird diesem Wesen hierzulande als unserem ehrwürdigen König gehuldigt. Das treue Ross des Königs. Das treue Reittier stellte seine Kräfte in den Dienst des Königs. Vereint sind sie zu Wundertaten fähig und vermögen es, in nur einer einzigen Nacht einen Wald aus dem Nichts zu erschaffen. Einst war es ein Ungetüm, das Feldfrüchte vernichtete und den Dorfbewohnern viel Kummer und Leid bereitete. Doch dem König gelang es dank seiner Macht, es sich untertan zu machen. Manche sagen, mit seinem schwarzen Fell erinnerte es an einen finsteren Geist aus düsterer Nacht. Andere behaupten wiederum, sein Fell leuchtete weiß wie bitterkaltes Eis. Die Wahrheit bleibt ungewiss. Oder hat das schon ein bisschen gespoilert? Die Zügel des Bundes. Diese Zügel gestatten es dem König, sein treues Ross zu bändigen. Sie waren ein handgefertigtes Geschenk der Menschen an den erntebringenden König. So zeugen die Zügel nicht nur von einem Bündnis zwischen dem König und seinem treuen Ross, sondern auch von dem Bund zwischen dem König und uns Menschen. Niemals mögen wir es versäumen, dem König zu Beginn eines neuen Jahres solch Züge zu geben. Schicht auf Schicht soll eine leuchtende Blume mit der Mähne des Rosses verflochten werden, auf dass diese Kunst von unseren Nachkommen sowie deren Kindern und Kindeskindern fortgeführt werden möge. Die Feldfrüchte der Schneelande. In den Kronenschneelanden gedeihen Karotten auf unterschiedliche Weise. Auf schneebedeckten Feldern sprießt die Polarkarotte hervor. Die Phantomkarotte hingegen wächst auf Feldern in der Nähe eines Friedhofs. Pokémon des Typ Eis scheinen eine Vorliebe für Polarkarotten zu haben, während Pokémon des Typ Geist Phantomkarotten bevorzugen. In Märchen wird davon erzählt, dass das treue Ross des Königs der reichen Ernte die Karotten der Schneelande beliebte. Während einige Geschichten allerdings von einem weißen Ross sprechen, das Polarkarotten mochte, erwähnen andere ein schwarzes Ross, dessen Leibspeise Phantomkarotten waren. Aus irgendeinem Grund weichen die Legenden in diesen Punkten voneinander ab. Der Freestyle-Schneetanz. Mit jedem Jahr, das in die Schneelande zieht, scheinen die Temperaturen weiter zu sinken. Kein Wunder, dass man es sich dann immer öfter zu Hause im Warmen gemütlich macht. Leider führt das zu einem maßgeblichen Bewegungsmangel, den man ausgleichen sollte.
Um aus diesem eisigen Winterschlaf zu wachen und die Körpertemperatur anzukurbeln, eignet sich der Freestyle-Schneetanz hervorragend. Die Hände in die Luft nach rechts, nach links, dann runter zu den Füßen, die Dehnung schön genießen. Wenn die Verbeugung gut gelingt, spürt man, wie das Herz anspringt. Stellen Sie sich mit anderen im Kreis auf und tanzen Sie gemeinsam. So bleiben Sie auch im hohen Alter fit für den nächsten Frühling. Only Free99. Okay. Freestyle-Souvenir-Initiative. Ideensammlung für ein Freestyle-Souvenir, Zusammenfassung von Tourismusverband. Hiermit möchte ich mich herzlich für die vielen eingereichten Ideen bedanken. Unsere Wahl fiel letztendlich auf einen Pullover mit dem König der reichen Ernte als Aufdruck. Da wir für das Design historisches Bildmaterial verwenden können, dürfte sich dieses Projekt als recht kosteneffizient erweisen. Alles klar. Das waren die ganzen Infos. Wenn du mehr über das treue Ross des Königs erfahren willst, lies die Bücher. Hab ich. Hm? Freut sich. Wie es sich dreht. Komm, das Pokémon darf sich aber so drehen. Ich meine, es schwebt in der Luft. Das sieht cool aus bei dem Ding. Schon wieder Arktos! Meine Güte! Ich will das haben! Ah ne, hier drin ist es nicht, das ist dort hinten. Ups. Hab mich verguckt. Das ist hier vorne. Hallo. Hallo. Koro, Koro Nasper. Hm, Expeditionsleiterin. Mir kam es gerade so vor, als hätte jemand nach mir gerufen. Warst du das? Oh. Menschenkind, hast du etwas über mein treues Ross herausgefunden? Ja. Du weißt, was mein treues Ross besonders mag? Unsere gemeinsame Zeit ist so lange her, dass es mir gänzlich entfallen ist. Mit dieser besonderen Vorliebe gelingt es uns vielleicht, mein treues Ross herbeizulocken. Worum handelte es sich dabei? Ups. Hm, die Zügel des Bundes, sagst du? Es stimmt, dass es damit ein leichtes wäre, mein treues Ross an mich zu binden. Aber die Menschen haben aufgehört, mir die Zügel darzubieten. Es dürfte nahezu unmöglich sein, ihrer heutzutage habhaft zu werden. Hast du noch weitere Informationen für mich? Karotten. Oh, Karotten, sagst du? Wohl wahr, ich erinnere mich. Sobald man ihm eine bestimmte Feldfrucht vor die Nase hielt, gab es kein Halten mehr. Es kostete einige Mühen, es dann wieder unter Kontrolle zu bringen. Ja, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Es handelte sich in der Tat um Karotten. Gut gemacht, Menschenkind. Wenn wir eine Karotte hätten, könnten wir mein treues Ross zu uns locken, wo immer es sich auch gerade aufhält. Es ist denkbar, dass die Menschen im Dorf diese Feldfrüchte anbauen. Schon ein einzelner Samen würde mir genügen, um eine Karotte heranwachsen zu lassen. Wie bitte? In diesem wundersamen Beutel befindet sich wahrhaftig Karottensamen? Ihr Menschen hört wahrlich nie auf, euch anzupassen und weiterzuentwickeln. Es erfüllt mich immer wieder mit Erstaunen, wozu ihr fähig seid. Doch, die Felder des Dorfes sind nicht für den Anbau von Karotten geeignet. Hätten wir fruchtbaren Boden zur Verfügung, wäre ich in der Lage, die Samen mit meinen Kräften gedeihen zu lassen. Wo könnten wir also geeigneten Boden in meinen Schneelanden finden? Mir kommen zwei Orte in den Sinn. Zum einen gibt es da ein Feld, das von einer eiskalten Schneeschicht bedeckt ist. Das andere Feld befindet sich in des neben einem Friedhof, wo die Verstorbenen ruhen. Okay, ich weiß nicht, wo der Eisort ist. Aber ich wollte sowieso zum Geistort. An beiden Orten könnte ich von meiner Kraft Gebrauch machen und Karotten gedeihen lassen. Wähle eines der Felder und sehe dort die Samen. Ja, man kann nur eine Art von Karotten bekommen. Und das entscheidet, wie das Pokémon am Ende ist. Das Pferd. Wow! Na nun, in letzter Zeit schlafe ich echt oft draußen ein. Es ist eben ganz schön anstrengend, in der Expeditionsbasis die Stellung zu halten. Pass auf dich auf und übertreibst nicht, Expeditionsleiterin. Alles klar.
Du markierst die Lage der zwei Felder, von denen Kronosbar erzählt hat, auf deiner Karte. Du vermerkst den Standort Legende Notiz 1, okay. Nachdem ich Kronosbar mitgeteilt hatte, dass ich Karottensamen auftreiben konnte, verriet es mir den Standort zweier Felder, wo die Samen gedeihen können. Eines davon schneebedeckt, das andere in der Nähe einiger Gräber. Jetzt muss ich mich nur noch für eines entscheiden und die Samen dort aussehen. Sieht man jetzt auf der Karte, wo beide Orte sind? Ah. In der Schneeschlucht und im uralten Friedhof. Mhm. Also ich kann euch sagen, Leute, das Pferd kann entweder Typ Eis werden oder Typ Geist. Und ich mag das Typ Geist-Pokémon mehr. Deshalb, let's go, hole ich mir das Geist-Pokémon im Friedhof. Ich kann kein Flugtaxi rufen, warum das? Das macht gar keinen Sinn. Ach, Katzin kommt noch. Oma, Oma! Singst du mir das Lied vom Ross des Königs, bitte? Ja, ja, aber sicher doch, mein Kindchen. Der eine Wildling war so weiß wie Eis. Er wählte die Polarkarotte als Speis. Der andere Wildling war so schwarz wie ein Geist. Er hat die Phantomkarotte verspeist. Ist immer schön dein Gemüse, so wie das Pokémon in dem Lied, hörst du? Mach ich, Oma. Ja, wir haben es verstanden. Man kennt entweder Typ Eis oder Typ Geist. Ich glaube, jetzt hat es jeder gecheckt. Auch bevor ich es gesagt habe. Ist sehr offensichtlich. Ich finde, man sollte zumindest noch so ein bisschen Bilder zeigen von den beiden, damit man sich wirklich gut entscheiden kann. Weil nur zu sagen, ja, Eis-Pokémon oder Geist-Pokémon, das sagt halt wirklich nicht, wie die aussehen. Oder was die können. Aber ich entscheide mich auf jeden Fall für den Geist. Wow. Ich muss hier lang. Glaube ich. Irgendwie so war das. Wo war denn der Friedhof? War der nicht hier? Doch, da unten ist er doch. Das ist doch der Friedhof, oder? I think so. Arctos! Arctos! Ich habe Arctos gehört. Och man, das trollt mich voll. Aber ich glaube, kann die sowieso erst fangen, wenn man alle Prozente hat. Als ob man... Was? Was? Du kannst hier einfach Katapultra fahren? Einfach so? Das Ding ist das seltenste Pokémon gefühlt in dem Spiel. Ja, kriegst du einfach geschenkt hier. Ja, ich werde es mir jetzt auf jeden Fall fangen. Die Chance lässt mir nicht entgehen. Man kann ja einfach Katapultra fangen? Oh. Ja, ich mach das dann auch nochmal. Ist sonst so nervig in der Folge. Passiert. So. Wo sind die Felder? Hier? Ja. Das ist eines der Felder, von denen Kronosbar dir erzählt hat. Möchtest du die Karottensamen auf diesem Feld aussehen? Ja! Wie ich sehe, hast du eines der Felder erreicht. Auf diesem Feld werden Phantomkarotten gedeihen. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, liebte mein treues Ross diese Feldfrüchte deshalb so sehr, weil es dem Typ Geist angehörte. Doch all das liegt so weit in der Vergangenheit, dass ich mir nicht mehr sicher sein kann. Ich frage dich noch einmal. Wünschst du wirklich, die Samen in diesem Boden zu sehen? Nö. So sei es. Dann säe nun bitte die Samen. Buddel, buddel. Du hast die Karottensamen eingepflanzt. Jetzt nur noch die Erde etwas festklopfen. Ausgezeichnete Arbeit. Du scheinst ein Händchen dafür zu haben. Wie sagt man in der deutschen in der Menschensprache einen grünen Daumen? Nun bin ich an der Reihe. Werde Zeuge meiner Kraft. Koro! Knospar! Koronospar! Du spürst, wie der Boden zu zittern beginnt. Plopp!
Du hast so viele Samen gepflanzt, aber nur einen konnte ich gedeihen lassen. Wie sehr meine Kraft doch geschwunden ist, mir schmerzt das Herz bei dem Gedanken. Schon bald wird mein Klagen jedoch ein Ende haben. Nun denn, Menschenkind, setze all deine Stärke ein, um diese Phantomkarotte aus dem Boden zu ziehen. Oh nein, bitte mach jetzt kein Bowser's Inside Story Minigame draus. 1, 2 und hau ruck! Yay, Phantomkarotte erhalten! Eine Karotte, die auf einem im Schatten getauchten Feld heranwuchs. Das treue Ross des Königs der reichen Ernte mag sie besonders gern. Das hast du gut gemacht, Menschenkind. Mit dieser Karotte wird es uns möglich sein, mein treues Ross herbeizulocken. Jetzt benötige ich nur noch die Zügel des Bundes. Sie verleihen mir die nötige Kraft, um mein treues Ross mit Leichtigkeit reiten zu können. Ich bezweifle jedoch, dass die Menschen sie mir jetzt noch darbieten würden. Und da ist es! Phantom! Das Emo-Galopper. Deshalb wollte ich es nehmen. Kann es denn sein? Bist du es wirklich, mein treues Phantoros? Dieses schwarz schimmernde Fell, dieser wilde, ungestümte Galopp. Genau wie bei unserer allerersten Begegnung, da werden Erinnerungen wach. Phantoros. Offenbar kann es die Karotte zwar wittern, aber nicht genau orten. Der Richtung nach zu urteilen, in die es galoppiert ist, könnte es vorhaben, das Dorf nach Karotten abzugrasen. Sollte ich mit meiner Vermutung richtig liegen, ist Freestyle in Gefahr, Menschenkind. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wie wir bereits wissen, ist das Pferd alleine sehr böse. Aber mit Coronsbar ganz nice. Dank Coronospas Kraft ist eine Phantomkarotte aus dem Samen gewachsen, die ich auf dem Feld bei dem Grabstein gesät hatte. Zwar lockte der Duft der Karotte Phantoros an, doch dann stürmte es geradewegs in Richtung Freestyle. Auf nach Freestyle! Müssen schnell sein! Nicht, dass irgendwas mit den Bewohnern passiert. Müssen wir uns beeilen! Wo ging's lang? Hier nach oben einfach? Ich hoffe. Nicht so schnell. Komm schon. Hier lang. Richtung Tempel von Registeel. Es fehlt noch der von Regirock, aber den finden wir auf jeden Fall noch. Ich möchte nur erstmal die Hauptstory machen. Nein, da grüne ich noch ein bisschen den Rest der Orte und dann, ja. Ich kann euch auf jeden Fall noch zeigen, wie man Lashokin bekommt. Aber so wirkliches Team habe ich sogar gar nicht wirklich in diesem Let's Play. In diesem DLC-Let's Play. Zweiten DLC-Let's Play. Mach mal. Laber nicht so viel. Jetzt gibt's Story. Wie langsam sich umdreht. All diese Menschen sind in Gefahr. Doch in meinem Zustand kann ich nichts dagegen tun. Ich bitte dich, Menschenkind. Hilf den Dorfbewohnern von Freestyle. Ups, nicht Jägerkase. Ich wollte eigentlich kurz abspeichern. Ja, das ist so viel Progress. Sowas muss man immer speichern, Leute. Immer schön speichern. 60 Stunden, oh Gott. Da ist es. Warte! Phantoros! Es kämpft gegen mich! Die Musik ist cool. Phantoros hat es auf deiner Phantomkarotte abgesehen. Kann ich es fangen? Der Gegner gibt dir keine Gelegenheit. Nein, kann ich nicht. Okay. Ah, das ist nur Typ Geist. Only Ghosts. So that means. Mein Non-Emo! Guck mal, das ist doch das voll das Gegenstück, oder nicht? Oh. Ähm.
Nein, bringt nichts. It's Showtime, Baby! Ich bin auch mal dran im DLC, das ist ja cool. Ja, in Taylor, du darfst auch mal was machen. Also, solange du lebst. Alter, ist das Ding stark! What the hell? Ich glaube, ich bin zu underleveled, oder? Aqua, hol bitte! Sollt ihr besiegen? Nein! Wie ist es schneller als ich? Ich bin Intellion, hallo! Wow. Scheiße. Was? Was? Als ob! Visa Floor? Maybe? Blütenwirbel. Ja, ich weiß, dass er am Anfang darf, aber komm schon, du überlebst das! Richtig? Ja. Nice. Ja, heilen macht nicht so viel, oder? Scheiße. Ne, ich muss mich suiciden. Nope, suicide. Ich brauche nämlich den Safe Switch. Fuchtler. Mit den Hufen. Es tritt mir rein. Es wird noch stärker. Nein. Und es ist schneller. Aber Kuri, sie hat gute Verteidigung. Komm schon. Strahl. Überlebst. Yes, keine Wirkung. Nein, es überlebt noch. Nein, 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 nein. Kursi, 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 Kursi. Wir haben ein kleines Problem, Leute. Wie sage ich es am besten? Wir sind am Arsch. So sieht's aus. Wir sind richtig am Arsch. Hat Pikachu nicht irgendwas Schnelles? Nein. Voltecke! Ich darf doch eh nicht anfangen. Oh, ich überlebe! Ich überlebe! Ich überlebe! Yes! Startig! Oh, nice! Ich darf anfangen mal. Voltecke! Geht derben! Yes! Wow, ich muss ganz viele Bonbons auf meine Pokémon legen. Ganz viele, bevor ich dann in der nächsten Folge das Ding fange. Falls es nächste Folge schon ist. Wahrscheinlich. Die Folge ist fast vorbei. Geile Musik. Ross. Phantom. Nospa! Phantos! Na, jetzt geht das Ding. Jetzt müssen wir es überall jagen, oder was? Ist alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut, aber es kommt mir vor, als hätte mich gerade jemand beschützt. Die Ernte. Merkst du sie wieder? Hier ist ein Item. Strähne dunkles Rosshaar. Eine Haarsträhne von Phantoros, dem treuen Ross des Königs der reichen Ernte. Sie fühlt sich weich und geschmeidig an. Werter Gast, wie können wir dir jemals für diese Rettung danken? Was macht ein so ungestümes Pokémon nur in den Schneelanden? Man könnte fast meinen, es sei dieses Pokémon aus dem Märchen, das treue Ross des Königs. Aber ach, was rede ich denn da? Nanu, was ist denn das? Doch nicht etwa dunkles Rosshaar? Im Märchen passiert etwas Besonderes, wenn man eine leuchtende Blume, die der König selbst hat erblühen lassen, in solches Haar einflechtet. Angeblich kann man so die Zügel des Bundes herstellen, die den König und das treue Ross miteinander verbinden. Meine eigenen Vorfahren praktizierten die Kunst der Zügelherstellung, die von einer Generation
Generation an die nächste weitergegeben wurde. Nun ja, ich für meinen Teil habe so eine Blume noch nie gesehen. Auch die Fertigungsmethode ist mit der Zeit in Vergessenheit geraten. So, jetzt haben wir aber lang genug über den Ammenmärchen gefachsimpelt. Ich sollte mir wohl besser Gedanken darüber machen, wie wir dieses Pokémon in Zukunft von unserem Dorf fernhalten können. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe eben. Aber gerne doch. Es freut sich. Und es möchte, dass wir mit dem dort hinten reden. Genau das werden wir in der nächsten Folge tun und erfahren, wie es weitergeht. Mit Pokémon Schild, die Schneelande der Krone.